Salve! Heute ist Mittwoch, der 5. Juni und wir haben 17.50 Uhr sowas. In diesem kleinen Clip geht es um den Dow, den habe ich letztes Jahr am 8.5. gemacht. Da war die Aussage, dass wir zwischen 26.700 und 27.000 fetten Widerstand haben. Und dass sowohl die tägliche als auch die wöchentliche Technik, 8.5. war hier ungefähr, weiter nach unten zeigten. Das war soweit in Ordnung. Ich muss halt übrigens das System mal wechseln. Ich habe hier ein Computerproblem. Ich muss mich hier notbehelfen, aber ich denke, es geht. So, und dann ging er also dementsprechend runter und hat tatsächlich hier aber fast punktgenau auf dem 38,2er Fibonacci Retracement gehalten von dieser ganzen Bewegung hier. Und das mit einem Doji am unteren Band. Das hat er gut gemacht. Der DAX im Vergleich, der hat ja da die 11.600, das war die 200-Tage-Linie und auch das 38er. Und das ist hier ziemlich genau das Gleiche. Dann hat er auch perfekt hochreagiert bis zur 20-Tage-Linie. Die sich hier sehen, diese Linie, das ist dieses 23,6er FIBO-Level. Ich gucke da nicht so drauf. Das ist also, ich kann das jetzt hier irgendwie nicht rausnehmen aus dem System. Dieses nicht und auch das 76er, das sind nicht meine Präferierten. Meine Präferierten sind 61, 50 und 38. Das hat soweit, also A, hier nach unten gut gehalten und hat auch sehr schön korrigiert. Jetzt ist die Technik bei mir sogar noch im Steigen begriffen. Einmal hier über das MACD, aber auch über die Stochastik, die nimmt gerade noch ein bisschen Fahrt auf. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir fast bis an die 26.000 wieder ranlaufen können. Erst wenn wir über der 26.000 sind und schließen, dann muss ich komplett neu überlegen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir kurzfristig vielleicht noch ein bisschen Luft hier nach oben haben. Aber ich bin weiter eher der Meinung, dass wir tendenziell eher hier runtergehen. In das 50er, 61er hier rein. Das sehe ich für den DAX ähnlich. Was wir haben, das sind alles immer noch so kleine Aufmunterungs-Mini-Gegen-Konter-Hossen, aber das war es auch. Die Bewegung von gestern am Dienstag, die war natürlich schon gewaltig, war es im DAX aber auch. War ein Riesenteil. Wir hängen jetzt hier an der 200-Tage-Linie rum. Ich glaube, die ist rot. Ja, aber das ist auf jeden Fall die 200-Tage-Linie. Und das heißt, im Moment, heute hier und jetzt ist er ziemlich neutral. Hat aber vor dem Hintergrund von dieser Technik durchaus nochmal die Möglichkeit, noch ein bisschen weiter oben da ein bisschen Luft zu schnuppern. Ich zeige Ihnen mal ein paar Scheine, die ich rausgesucht habe. Auch hier muss ich mir jetzt heute behelfen. Und zwar, ich habe einen Longschein ausgesucht, den Sie sich bitte auf die Watchlist packen. Der hat die Basis 24.620, da sind wir also hier unten drunter. Das ist die 24.680, da sind wir hier etwas drunter. Das ist durchaus noch in Ordnung, das ist ein 30er Hebel, das ist eine schicke Option für den Fall, dass wir nochmal hier oben reingehen. Das ist von Goldman die GA6UD5. GA6UD5, ein unlimitierter Open-End-Schein. Dann haben wir einen Put. Und den Put, den will ich gar nicht zu weit hier oben setzen. Den setze ich in die Nähe des oberen Bandes, leicht oberhalb von diesem kleinen Hoch hier, bei rund 26.000. Das war nicht ganz dran, ich glaube, es war 25.980. Dieser Put hat die Basis 26.150, das sind wir also ungefähr hier, da wo jetzt die Maus ist. 26.150, ebenfalls ein Open-End-Schein, gleichsam von Goldman Sachs, und das ist die GA5U3 und die Q. GA5U3Q. Der hat einen höheren Hebel, da sind wir jetzt schon fast bei 40, im Moment bei 37,80. Das ist aber, ich wüsste jetzt nicht, warum ich hier oben irgendwie einen sehen soll, weil wenn wir wirklich durchziehen, dann werden wir uns auch nochmal mit diesem High beschäftigen. Ich sehe es aber nicht so. Ich glaube, das ist lediglich mal wieder ein Aufflackern. Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass wir 26.000 mit Schlusskurs rausnehmen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fertig heute. Bye bye.